So, wir sind wieder mal da auf der Baustelle beim Posthotel Tauben. Vor mir steht der Mann, der es möglich macht, der Polier Christian Brandl. Zuallererst mal vielen herzlichen Dank, Christian, dass ihr mit euren Leuten so viel Gas gebt. Ich glaube, es sind jetzt 30 Leute da, oder? 30 Leute, ja. 30, super. Und du bist verantwortlich, dass da alles läuft. Das letzte Mal, wo wir da waren, ich schaue jetzt mal da rechts runter. Wir stehen auf dem dritten Stock vom Posthotel Tauben. Das letzte Mal, wo wir da waren, hat es da noch eine Verbindungsstrasse gegeben. Wir sind noch am Aushub und an den Abbrucharbeiten gewesen. Und Christian, wo stehen wir denn jetzt im Bau? Jetzt stehen wir am dritten Stock, betonieren gerade die Decke über den zweiten OG und fangen morgen mit den Wänden im dritten OG an. Wir betonieren hier im dritten Stock die Decke. Wir hören es herrlich untermalt von der Kirchenglocke. Zum Material, Christian. Das ist ja eine Wahnsinnig, was man da für Material verbaut. Erzähl mal, was gibt es da alles? Ja, bis fertig ist, haben wir 500 Tonnen Stahl verbaut. 1500 Kubik Beton. Und circa knapp 1000 Quadratmeter Mauer. Wahnsinn. Und wie geht es jetzt weiter? Ich schwenke mal da runter. Erzähl du mal, was wir da sehen. Hier der Außenpool ist fertig, der Hotpot ist fertig und jetzt sind wir in den EG-Wänden vom Wellnessbereich, Fitnessraum und ja, Tiefgarageneinfall auf der anderen Seite. Machen wir in naher Zukunft. Ja, das wäre das nächste, was wir im Alpkurz und in der Einfahrt machen. So, jetzt du kommst ja von da. Sag mal, Christian, was bedeutet dich der Bau? Der Bau? Es ist immer schön, wenn man wieder Heimat baut. Man hat nicht weit zum Heimfahren. Und wenn es einmal brennt, ist man in 5 Minuten gleich da. Jetzt die nächsten Schritte, Christian. Was sind die nächsten Schritte, die jetzt gemacht werden auf der Baustelle? Das Wichtigste ist, dass wir bis Anfang Dezember, sprich 6. 7. Dezember, die Giebelwände herbringen, dass der Zimmermann aufrichten kann. Die Giebelwände da auf dem Haupthaus vom Posthotel Tauben. Ja, dass der Zimmermann die Glasscheune bringen kann. Okay. Und für dich, jetzt kommt dann der Winter. Was heisst das für den Bau? Schwierige Zeit? Ist sicher schwieriger, aber ich hoffe, dass das Wetter noch mitmacht bis knapp vor Weihnachten. Und zum Schluss noch etwas persönlich, auf was freust du dich am meisten? Dass am Wochenende Skilift aufgeht. Danke vielmals, Christian. Ja. Super, dass du da bei uns im Team bist. Vielen Dank.